Eine Explosion hat in einer Chemiefirma im US-Bundesstaat Illinois mehrere große Brände ausgelöst. Bilder von der Unglücksstelle zeigen Flammen und riesige schwarze Rauchschwaden, die den Himmel aufsteigen. Die Feuerwehr evakuierte die umliegenden Häuser. Etwa 1000 Anwohner mussten sich in Sicherheit bringen. Berichte über Verletzte liegen noch nicht vor. In dem Chemiewerk nordöstlich von Chicago werden Schmierstoffe, Fettprodukte und andere Flüssigkeiten hergestellt.